Zu der einfachen. Gegner befinden sich in der Nähe, wenn sich Nahkampf. Ja, ja, schön. Kleine Tipps bitte. Steht nicht nur so rum. Helft mir. Ich gehe da jetzt rein. Puh, gar kein Bock. Penisse. Ich sehe auch noch nicht, dass das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. So. Der Kranichstamm kennt den Preis der Feigheit gut. Wenn wir hier aufhören, beweisen wir nur, dass wir um nichts besser sind. Zeigt diesen Bastarden, dass wir uns nie wieder von der Angst besiegen lassen. Gemeinsam sind wir der Berg, der nicht wanken kann. Okay, das haben wir jetzt. Das ist, so weit sind wir beim letzten Mal übrigens auch gekommen. Und dann war hier die Barrikade, mit der ich auch nicht weiß, was Sache ist. Hä? Verarschen die mich oder was? Ist doch alles scheiße. Was läuft denn da falsch? Warum machen die denn nichts, die Knallküten? Was ist denn? Echt? Okay, Bock drauf. Auch kein Verständnis für, was das soll. Keins. Sag ich. So wie es ist. So, jetzt pass auf. Da ich auf den ganzen Quatsch keine Lust habe, gehe ich jetzt hier rüber. Ja, komm, zeig das Ganze auch später. Gott weiß, wem du das zeigen willst, aber geh mir mal damit nicht auf den Sack. Ich gar kein, ich auch wenig Verständnis. So, ja, ja, das Portal geht zu. Das ist jetzt nichts, was mir nicht bekannt ist. Oh, so ein komischer Renner. Ciao. Können wir mal einen Stein umdrehen. Gut, wir können natürlich... Oh, was ist er denn für einer? Er ist ja ein ganz heißer Typ. So, warte, jetzt müssen wir kurz hier ranzoomen. Wir müssen, glaube ich, hier hoch, ne? Um nach da rechts zu kommen. Ja, ja, da oben ist so ein Durchgang. Das richtig sehe. Hier rechts abbiegen. Und zack. Sag mal, Freunde, muss das alles so sein, dass ihr mir so gehörig auf den Zünder geht? Ah, anscheinend. Das scheint euer Ding zu sein. Ui. Ach, da ist ja auch noch so eine. Noch so ein Kollege. Und noch einer. Der kann schon reiten. Seid ihr Rakans Jäger? Ja, hat er euch geschickt? Hat er. Den Geistern sei Dank. Er hat mir die Hälfte im Voraus bezahlt. Hat nicht erwähnt, dass es Leichen gibt. Zur Hölle. Glaubt ihr, er hat diese armen Seelen vor uns angeheuert? Vermutlich. Aha. Geisteskraft.
Himmel, Herr Gott, was ist denn hier der Auftrag? Keine Sorge, ich dämme es ein. Ah, bin fast nicht so sicher, ob das so... Euer Jäger wurde versteinert. Ich weiß, schrecklich. Ah. Einfach schrecklich. Elendig. Fühlt sich nicht gut an, meine Leute anzuwerben und sie dann zu verlieren. Aber ihr seid vielversprechend. Es gibt ein letztes Relikt, wenn ihr eine Herausforderung sucht. Das war klar. Wo ist Begraben das letzte Relikt? Unter den Ruinen von Saran, einer Stadt, die in einer Caldera versunken ist. Trefft mich dort. Dieses Mal jagen wir gemeinsam. Irgendwie klingt der nicht so vertrauenswürdig. So, wo ist das? Trefft euch. Rakta Rutschki. Oben steht eine Truhe. Interessant. Ja, ich wollte eigentlich vermeiden, dass die mich... Ach du Scheiße, was ist denn das für ein... Was ist das für ein Lurch? Warum habe ich eigentlich immer das Talent, alles sauer zu machen? Ich muss noch etwas warten. Echt, musst du das? Ich finde nicht, dass du noch warten musst. Ich finde, du könntest den jetzt einfach umklatschen. Danke. Oh, da hat er ein paar Stiefel fallen lassen. Das ist ja nett. Zumindest war die Mühe irgendwie... Wo willst du denn hin, Digga? Komm da zurück. Du lockst da wieder noch mehr an. Aha, es war klar, dass was kommt. Och, Kinder, ich wollte doch nur zu der Truhe. Das kann doch nicht so schwer sein. Oh, offensichtlich ist es das. Ich muss noch etwas. Ja, es tut mir ein bisschen leid. Ich wollte eigentlich nur die Truhe aufmachen. Und nicht die halbe Insel anlocken. Ja, ja, ich gehe jetzt mal kurz gucken, was hier unten meine Stiefel sagen. Das ist ja auch alles ein bisschen blöde. Nur wegen seiner doofen Truhe. Da noch Schwachsinn. Wow, episch. Ja, gib mir das Ding. Ist ja immerhin etwas. Schaden durch den... Dann kann das Ding Zeug nicht mal was. Ach, es ist alles auch traurig. Ich würde gerne hier hochklettern. Danke. So, zeige ich mal. Oh, was ist denn jetzt? Ich finde, die übertreibt es ein kleines bisschen. Ja, was soll das denn? Warum müsst ihr dann hier so viele ohne Drücker am Start haben? Und das ist so Kopien hier. Das ist so Kopfusses. So Kopfusen. Oh, er hat Busen gesagt. Heieiei. Was läuft denn bei euch so falsch, Alter? Ich muss noch etwas warten. Ja, du musst warten. Hör auf zu warten. Mach's einfach kalt. Genau so. Und nicht anders. Und dann die nächsten Sukubinen. Sukubasen, Busen. Schon wieder Busen gesagt. Sukubusus. Nee, weiß es nicht. Keine Ahnung. Sukubunen? Oh, nicht. Klingt auch falsch. Hatten die irgendwelchen fetten Loot dabei? Da liegt ein wildes Totem rum. Ganz schön viel Geld, das nehmen wir mal mit. Und dann gab es hier noch was. Da war noch was, habt ihr gesehen. Gib mir das. Und dann ist da oben schon Zeit für eine Herausforderung. Ich bin bereit. Gut, möge eure Zuversicht auch unten noch so stark bleiben. Ah, ich hab gedacht, dass das schon nicht so toll wird. Moment, ich muss kurz hier noch den Eingang freiräumen. Das ist gegen meine Regel, dass ich mich schon vor dem Krieg halb töten lasse. Da hinten ist irgendwas. Ach, es ist aber auch schwierig mit mir, ich weiß es. Tut mir aufrichtig leid. Ich gehe mal gucken, was es ist. Was macht es, was kann es? Der Großteil der Inschrift, Zeit verabschiedet euch allen, ihr Liebt. Ach, komm, hier ist noch eine Truhe. Na komm. Warte.
Nimm den Heiltrank noch mit. Und dann noch das Geld und dann gehen wir rein. Den Krater von Salan oder wie der Schrott heißt. Und dann geht's wieder radikal zur Sache. Wo ist denn mein Kollege? Ach, mein Kollege ist schon da, das ist toll. Dann klettern wir mal hier runter. Sieht ein bisschen aus wie die Höhle, wo ich mit den Kannibalen-Seppels da rumlaufe. Meine Vorräte kaputt, die stehen im Weg. Ach du Scheiße, ein brennender Toter, der jetzt schon... Warte mal, da muss es doch... Naja, hier ist er schon. Das ist Ober-Captain Mufti, Schufti. Bleib stehen, Digga. Mach geil. Stress. Stirb einfach so, wie es dir zugetan ist. Warum sind die noch da? Ich muss noch etwas warten. Ja, echt? Das hilft nicht. Wenn du immer erzählst, dass du warten musst, das macht nichts besser. Kannst du den Erdformer vielleicht einsammeln? Das würde richtig was bringen. So, hopps mit die um. Ach, guck mal an. Da, Handschuhe. Zerstreutes Prisma. Keine Ahnung, was das macht. Ich muss noch etwas warten. Hallo, kommt rein. Dann können wir rausgucken. So, wir sind da. Wir kommen. Dieses letzte Relikt ist knifflig. Ich Schatten und Licht beschwören Lügen und offenbaren die Wahrheit. Ich schätze, Licht ist der Schlüssel. Dort, schau, ein Spiegel auf dem Podest. Vielleicht gibt es noch einen. Was quatschst du? Wo Spiegel? Ich sehe nichts. Weißt du, was der von mir will? Oder? Ich habe wirklich keine Ahnung, was will der? Ich kann hier nichts machen. Komme ich auch nicht hoch. Ah, ich gehe mal hier rüber. Ich gucke mal hier, was da so los ist. Hier ist nichts. Ah, Rakan hat die Fäuste geballt. Das wird uns weiterhelfen. Bin ich überzeugt von. Das kann ja nur schief gehen in der... Ist der jetzt mit dabei oder ist der jetzt da stehen geblieben? Ich hab doch keine Ahnung. Tschüssi. Ach. Wir haben irgend so ein Eisdeppel gefunden, glaube ich. Ja, mach mal ruhig. Nee, der ist doch verschneite Axtleiche der brennenden Toten. Ah. Solange sie verschneit ist, ist doch eigentlich alles Taco. Ich trinke mal einen Heiltrank. Oh, das ist irgendwie falsch. Oh, ciao. Guck mal, da sind zwei Sachen. Da muss ich bestimmt was mitmachen. Komme! Ah, das seien die Viecher, die ich da eben hab stehen sehen. Okay. Na gut, das hat sich irgendwie erklärt. Das war irgendwie absehbar, dass das so kommt. So, und jetzt? Das ist unmöglich. Ihr seid ein Dämon. Oh, das ist ja überraschend. Ja. Und nein, der Spiegel hat meine Illusion beendet. Ich werde das alles noch erklären, versprochen. Seid versichert, dass ich weder euch noch sonst wem Böses will. Aber unsere Aufgabe besteht weiter. Die Verderbnis des Relikts muss eingedämmt werden. Mhm. Ich weiß ja nicht. Irgendwie traue ich der Sache ja nicht so richtig. Kommst du? Sag mal, Tiki, was ist denn los? Machst du da Ferien oder was? Ach, was weiß ich, was der da hat. Ich mache jetzt einfach weiter.
Wird schon irgendwie gehen. So, klettert Kalle Kieselmeier runter. Und dann... Ich dachte, wir kämpfen Seite an Seite. Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass das genauso läuft. Mein Gefühl sagt mir irgendwie eher, Kalle Kiesel macht alles alleine und Rakan steigt für Ruhm ein. Wie das hier irgendwie alle machen übrigens. Oh, ich habe... Das war nicht so gut. Kannst du mal ganz kurz hier vielleicht... Warte mal, ich muss noch mal hier... Ja, nach, oh, weg da, warte, ich hau in der Zeit mal die und locke noch 20 andere an. Das ist eigentlich das, was mein Hauptauftrag ist. Losrennen, den anlocken. Oh, hier gab es einen Schlupper. Ciao. Naja, gib Ruhe, Senfklaus. Oh. Hier gab es was zum Auffrischen. Ich bin mir nicht sicher, in welche Richtung es dann geht. Wahrscheinlich wäre nach oben die richtige gewesen. Aber ich meine, vielleicht hat ja hier unten einer von diesen Körperohrschießen geilen Loot dabei. Weiß ja keiner. Kannst du ja nicht wissen. Steht denen ja nicht auf der Stirn geschrieben. Ja, ja. Komm, tschüss. Kiste. Ach. Herrgott, was soll das? Dann geh mal hier lang. Ah, jetzt dürfte... Wer stört meine Ruhe? Na, ich. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Ich mach's einfach. Erhebt euch, Sklaven. Nee, ihr könnt eigentlich auch da bleiben, wo ihr seid. Das ist kein Problem. So. Quatsch, eine Scheiße, Alter. Wie fopp, ey. Warum? Wieso? Was ist los? Wer hat euch denn auf den Plan gerufen? Ich bin noch nicht bereit. Nee. Wir müssen jetzt erstmal hier diesen Obermufti killen. Können wir eigentlich... Ich frage mich, ob wir den... Warte mal, kann man den da auch schon verhauen? Dann wäre es ja intelligent, den Allerdicksten zu kloppen. Und was ist eigentlich Rakdans Auftrag? Macht der auch irgendwas oder ist der gar nicht dabei? Währenddem ich hier wieder die Arbeit mache. Da ist auch sehr Kafan. Ich glaube, der kommt auch noch ins Spiel. Das war auf euch. So, jetzt haben wir spiegelnder Herold der Mutierbahn. Den hat es schon mal gerissen. Und jetzt ist hier der Bogenschütze dran. So, zack. Ja, irgendwie habe ich das befürchtet, dass das so kommt. Dass der richtige Boss erst noch er ist. Ah, der hat auch was gegen meinen ganzen Kram hier. Aber dann verhaue ich dich halt so lange mit meinem Stock, bis du auf dem Arsch blutest. Hm? Da kenne ich nichts. Warte, du machst irgendwas. Du hast was vor. Und wenn du was vorhast, dann will ich da nicht unbedingt dabei sein. Alter, der brüllt schon wieder so blöd. Ach, guck mal an. Was der alle kann. Ich muss noch etwas warten. Das ist der fliegende Salpeterklaus. Ja, machst du das mal aber ohne mich, bitte. Ich bin noch nicht bereit. Der absorbiert irgendwas. Was absorbiert denn der? Ah, er ist gerade ist er bewusstlos. Ich gehe mal hier rüber. Das erscheint mir irgendwie sinnvoll. So, sinnvoll und klug. Ich muss noch etwas warten. Muss das alles so lange dauern? Macht wahrscheinlich einfach zu wenig Schaden, das ist es. La, 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 la. Und wie war euer Wochenende so? Es ist ja gerade Montagabend, also eigentlich wahrscheinlich schon Dienstag. Ja, es ist 0.32 Uhr, das ist sehr wahrscheinlich... Ah, ja,
Traum, Alter, wirklich. Dieses Rumgenudel hier ist ein Traum. Und das alles nur, weil Rakdan mich losgeschickt hat. Der Rakdan jetzt nichts macht. Der jetzt irgendwo steht und sich schön seine dicken Dämoneneier krault. Ich muss noch etwas warten. So, Captain Lancelot, wie sieht's aus? Ah gut, du hast dir dich dazu durchgerungen zu sterben. So, jetzt ist die Reliktsache am Start. Ach, jetzt kommst du. Jetzt bist du da, oder was? Du Pimmel. Hab ich eigentlich auch keine Worte für. Was ist denn jetzt? War das ein Aufseher? Aufseher Kafan. Einer der schlimmsten. Er hat unzählige in ein frühes Grab geschickt. Auch mich. Aber ich hatte Glück. Ich habe euch aus dieser Leichengrube gerettet. Nicht Glück. Und den Geistern sei Dank, dass ihr das getan habt. Was euch angeht, ihr habt nicht nur uns geholfen, sondern jeder Seele der Steppe, die durch die Relikte hier gefangen war. Geld ist ein dürftiger Lohn für ewige Ruhe. Aber ich hoffe, ihr nehmt es dennoch an. Ach klar, gib her dich, Giles. Soldat. Welchen Vorteil zieht ihr beide aus dieser Vereinbarung? Ich labe mich an Schmerz. Die Relikte nähren mich. Dank ihnen kann ich mich ins Sanctuario bewegen, ohne töten zu müssen. Mir gefällt es hier. Menschen genießen viele kleine Freuden. Frisches Brot, weiche Decken, Glühwein. Wer weiß wie lang. Aber für den Moment bleibe ich. Er hilft mir. Ich lebe und ich bin frei. Das können nicht viele behaupten. Klingt ganz nett. Muss man sagen. Klingt ganz nett. Gut, jetzt haben wir das erledigt, was wir erledigen sollten. Kann man mal gucken, ob man hier irgendwas hat, was jetzt mehr kann, wie das, was ich habe. Wir haben Handschuh. Naja, nimm die mal mit. Das ist so ein Dingens, das ist eine Mütze. Gut. Gut. Ab nach... Warte. Bevor ich jetzt wieder irgendwas mache, was so komplett sinnlos ist. Muss ich sowieso zurück, weil sonst kann ich nicht sehen, wo ich hin müsste. Wo ich hin müsste. So. Ja, Freunde. Ne? Ja, das ist... Das war erstmal eine kurze Session. Geht demnächst auch weiter. Wir wollen das, ich will das irgendwann noch mal fertig kriegen. Würde gerne mal Season spielen und so. Na, wäre schon schön. Aber hey. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zugucken. Kleiner, ich hoffe, du besonders. Lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Würde mich total freuen. Ist kostenlos und hilft der ganzen Sache. Bitte, danke. Wie auch immer. Und ja, in dem Sinne, reingehauen, habt eine geile Zeit, ich bin raus. Ciao, ciao.